Du willst ihn vergucken? Naja, gute Nutzen nicht. Ja, ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Wir sind wieder mal in Action, so. Das war mal eine kurze Ansage. Let's Play GTA 5, so. Ja. Du nutzt ihn nicht. Deswegen, ich fand es Schwachsinn, dass du dir den angeschafft hast. Ja, keine Ahnung. Also, weißt du, wie ich bestelle ihn jetzt so? Scheiße. Weil ich hab. Ich nutze ja. Ich nutze ja meinen Hauptpauke. Ja. Hast Versuchen du nicht Bock, doch den hier abzugucken? Ich hab doch schon den. Bessere Quali als mein Hauptpauke gibt das Ding noch nicht, ja. Achso, wenn er Full HD könnte, dann. Von der PS3 dann. Ja, kann er. Nein. Alles was auf PS2, HD Ready ist das, ist nicht Full HD. Nee, Full HD auf dem Computer. Läuft nämlich auch Full HD auf. Achso, du kannst hochrechnen lassen. Ja, kann ich auch. Nee, der macht das normal. Kann der PS3 nicht in Full HD aufnehmen? Nee, beim Streaming und so. Ich habe ja herausgefunden, wie ich damit streamen kann und so. Und da kann ich auch in Full HD auf, hier, also streamen. Okay. Aber halt nur vom Computer aus, nicht von der PlayStation. Meiner erkennt gar nicht das Bild und lässt es irgendwie durch, wenn es Full HD ist. Ich habe festgestellt, dass er gewissen Strombedarf hat, um das durchzuleiten. Signal. Deswegen muss er im USB-Port stecken vom PC. Ist bei mir auch so. Ne, du hast doch aber ein externes Netz da drin. Ja. Stimmt. Das habe ich aber nicht. Aber er muss trotzdem am Computer bleiben. Dafür ich aufnehmen kann. Ja, klar. Nee, aber sonst wenn du nicht aufnimmst, wenn ich nicht aufnehme, stecke ich den ab. Der du steckst extra. Jedes Mal um? Nein, ich tue den. Ich habe einen Totschalter dafür. Und so. Ja. Nee, aber wenn du den nicht nutzt, was willst du damit, ganz ehrlich? Diese Scheiße. Ja, klar. Weil, seien wir mal ehrlich, ist es nicht das. Kannst du den nicht sogar noch zurückschicken? Nee. Nee, dafür ist es zu spät. Vielleicht probieren irgendwie. Ob das Amazon auf Kulanz macht? Könntest du nachfragen. Mehr auch nicht. Sonst versuchen zu verkaufen. Sagen wir für 10 Euro weniger oder so bei meinestadt.de. Oder eBay Kleinanzeigen und sowas. Erst mal einen Account machen und mal gucken, wie ich das überhaupt, wie das überhaupt geht. Für meine Stadt hier brauchst du keinen. Okay. Da machst du ein paar Bilder davon. Oh, da fährt auch einer hin. Ah, der hat den schon geklaut. Wollen wir den umlegen? Mach. Einmal bitte aussteigen. Hey, du bist jetzt. Ja. Der hat gerade eben eingezahlt. Ja, deswegen hat er so lange gebraucht. Hm. Naja, egal. Nee, ganz ehrlich, wenn du nicht nutzen tust, ist es Schwachsinn, dass du den besitzt. Ja. 150 Euro. Ja, guck mal, wie viele ausgegeben. Ja, wie viele Videos habe ich denn jetzt schon aufgenommen? Hunderte. Ja. Naja, hunderte nicht, aber so über 100 auf jeden Fall, 120 auf jeden Fall schon. Na gut, so tief ist es nicht. Ja, ich habe jetzt schon mindestens 120 Videos aufgenommen. Und alleine heute 4 Stück. Ja. Ein paar Videos habe ich auch schon aufgezeichnet, aber. Ja, aber. Davon ist halt auch der Großteil niemals auf YouTube gelandet.
Ne, ich tue einfach alles auf YouTube. Ja, sogar die Behauptungen. Ja, die tue ich halt ein bisschen verbessern, sondern dann klar, warum nicht? Hey, und das sind die besten, richtig gute Videos geworden. Okay. Ja, die fanden sie gut mit der crazy Stimme. Was voll abgedreht war. Ja, gut, ja. Hey, die Leute fanden es gut. Die haben gesagt, es ist mal was anderes. Nur, es wäre schöner gewesen, wenn halt deine Stimme noch mit drauf gewesen wäre. Aber da muss man schon echt anderthalb Stunden durchweg aufnehmen, dafür sich das überhaupt lohnt, das auf die Zeit zu komprimieren. Das hast du am Ende ein Video von 2 Minuten oder so. Ja. Hallo und tschüss. Ja, so in dem Sinne. Und Ende. Ja. Ja, keine Ahnung. Nee, würde ich sagen, auch wieder verkaufen, weil das bringt ja nichts. Entweder jetzt versuchen zurückzugeben, mal mit Amazon darüber zu reden. Dass du dir einfach was anderes vorgestellt hast. Darunter und fertig. Erstmal eine Ausrede einfallen lassen. Ja, ist doch egal, was für eine Ausrede, Hauptsache es funktioniert. Oder wie seht ihr das, liebe Zuschauer? Ja, das ist eine direkte Frage an die Community. Ihr habt ein Produkt gekauft, ihr wusstet zwar, was es ist und für was es zu gebrauchen ist, und ihr habt es auch teilweise genutzt, aber am Ende, sagen wir nach kurzer Zeit, nach richtig kurzer Zeit, so nach 2-3 Tagen, wisst ihr damit nichts mehr anzufangen. Sollte man da versuchen, du hast es ja nur einmal benutzt, großartig. Ja. Und das war am Anfang. Und sollte man da versuchen, das Ding zurückzugeben, weil es ist ja eigentlich so gut wie neu. Es wurde wirklich, ich glaube, für 5 Videos sind auf YouTube gelandet und der Rest sind vielleicht 10 oder 15. Ob man das versuchen sollte, mit, naja, Schummelei das Geld zurückzukriegen oder doch lieber behalten und versuchen, über so eBay und so zu verkaufen. Schreibt mir einen Kommentar. Das ist eigentlich gar keine Frage wert. Doch, das ist eine Frage. Ich suche nach der Meinung von den Leuten. Ja. Problem ist halt, dass schon 4 Wochen abgelaufen sind oder so. Ja, ja, ich weiß. Das ist das gleich überlegen sollen. Vielleicht erstmal anfangen sollen mit dem. Videograbber. Ja, mit dem. Ja. Mit dem SD-Ding von dir. Ja. Für 5 Euro hätte ich sie in der Hand gedrückt. Komisch, wir hatten damals 10 Euro gesagt. Nee, jetzt. Ja, jetzt. Ey, ich hab das Ding auch noch umgebracht. Ich weiß, ohne Stamm anzufangen. Das Ding überhaupt genau. Aber ich meine, wie viel hat das gekostet für dich? 10, 20, 30 14, Euro? 14. Ja, das 14 Euro. Zu verkraften. Ja, ja, deswegen. Nee, ich hab ausprobiert, ob es mir Spaß macht. Das hat es. Deswegen ist das Produkt auch noch bei mir. Ich werde es versuchen, natürlich zu verkaufen. So von der Flasche Cola oder so. aber. Ey, wenn ich meine Equator loskriege, dann werde ich den wahrscheinlich. Ja, abluchsen. Ja, kannst du gerne haben. Auch wenn ich den nicht brauche. Aber dann habe ich wenigstens was, falls ich mal wirklich was ausnehmen möchte oder so. Obwohl die Qualität nicht sehr bombastisch ist. Danke, ja. Also deswegen mit einer Harpauger, ich nutze sie. Deswegen ist die Investition für mich in Ordnung gewesen. Oh, mein Hals ist trocken. Aber richtig, ich muss mal was trinken, ne? Erzähl mir mal was Neues. Ja. Ich muss mal kurz in den Flur. Das geht ja zum Glück. Du fährst ja und ich habe ein Wireless-Headset.
Arsch. Danke. Danke, danke, danke. Welches hat denn die? Weil ich meine, ich bin jetzt umgezogen und muss ab und zu mal was in der Wohnung machen und halt, kann halt nie die ganze Zeit nur am Rechner sitzen mit einem kabelgebundenen Headset. Schlecht. Ja, deswegen, mein G930 ist ganz schön teuer, muss ich sagen. Ja. Mit 120 Euro. Nee, nee, kostet jetzt so an die 110. Etwa. Aber ich überlege, ob ich mir da einfach mal eins für 70 Euro oder so bestelle. Die Bunny hat ein billigeres. Und das ja. Soll auch ganz gut sein. Ja, allerdings hat sie das selber nicht mal gefunden. Was? Die hat es mal für 35 Euro oder so gekauft. Und naja, wir hatten ja darüber schon mal geredet. Alter, naja, was ist denn hier los? Dann soll sie dir den Namen geben und Ja, das ist irgendein Logitech-Ding. Vermute ich. Ja, das Logitech geht's, das 230. Glaube ich, G230 war das. Ich hab mir schon ins Ausgeguckt. Ja, also ich kann nur leider gerade schlecht. Ja, ich weiß. Kannst du ja mal nebenbei. Klar, kann ich machen. Gibst du mir mal einen Link und dann. No. Kannst ja nebenbei machen. Jo. Oh. Wenn wir sterben, sag mir Bescheid, ja? Quatsch. Nee. Aber knapp. So. Ich hab das, ne? Boah, Mama mia. So, Amazon. Ich wollte sowieso noch was vorhin auf Amazon gucken. Was? Geht's 230. Nee, ist schon gefunden, ist 230. Ja. Aber die hat 100 Pro in Wireless. Aber ich weiß, das ist das günstigste. Ich habe mal von eins von Asus gesehen. Ja, Wireless Headset. Guck mal. Also, wir haben ja eins von Asus für 42 Euro. Dann hast du eins von August. Nee. Das ist aber ein Bluetooth Headset. Das ist scheißegal. Das, ich hab mir schon eins ausgeguckt. Da kannst du auch umschalten zwischen Bluetooth Headset, also kannst du mit dem Handy koppeln. Obwohl das ja auch nicht schlecht ist von Corsair. Das Corsair Wangens. Schick mal Link. Aber das kostet gleich wieder 102. Oder das. Ist das Stereogramm mit integrierter Soundkarte? Aber das ist doch schnurgebunden, oder? Ja, ja, schnurgebunden. Obwohl es nicht schlecht aussieht. Mein G930 kostet 128 Euro vor statt 180. Webcam, Headset. Jawohl. Stimmt, mein Headset kam 180 Euro. Logitech H800. Ah, ich sehe es gerade hier. Oh Gott, das Ding sieht ja aus. Ey, es ist funktionell fertig. Nee, dann würde ich nicht. Dann würde ich das eher auf das. Mal gucken, was haben wir sonst noch. Nee, es geht ja nicht ums Funktionelle. Es muss ja auch gut sitzen. Hast du Bullen im Arsch? Nee, ich glaube nicht. Ich war gerade neben mir lang gefahren. Übrigens, wenn ich Bullen am Arsch hätte, hättest du auch welche. Ja, aber. Das ist zu teuer, das ist noch teurer. Das F540 sieht auch nicht schlecht aus. Das ist zu teuer. Irgendwie weiß ich nicht mal, was ich machen soll. Ich würde jetzt hier bloß noch im Kreis fahren. Ja, fahr noch ein bisschen. Ja, genau. Also, als Zuschauer kann man jetzt ruhig schon ausschalten. Ja, sollte doch. Und wer dran bleibt, oh, kann PS3 noch ein Meta-Kommentar da lassen. Wireless Headset, PS3 plus Xbox 360.
Oh, das Ding sieht auch nicht schlecht aus. Für die PS3 habe ich ein Headset. Kristall, klarer Sound im Normen, Tragekomfort speziell für lange Gaming Seasons. Boah, wieder aus. Kannst aber auch für den PC benutzen. Kostet 72 Euro. Und sieht doch gut aus. Finde ich. Ja, das hier kostet 73 Euro. Hey, 1 Euro gespart. Ich werde es dir ja trotzdem einfach mal schicken. So. Na gut, meine Damen und Herren, ich würde sagen, dass ich in dieser Folge hier irgendwie nicht strikt und wir auch irgendwie nicht mehr die Laune haben heute. Irgendwie grundsätzlich nicht. Ich bin sobald Aufnahme ist, ist es kein Bock. Echt? Warum das denn? Ja, keine Ahnung. Ey, ich weiß nicht, wenn ich Aufnahme habe, dann habe ich gerade Bock. Ich habe zum Beispiel mal, ich glaube, 40 Folgen am Stück aufgenommen. Eigentlich den ganzen Tag. Ja, und danach habe ich 5 Tage gebraucht, um das Zeug zu bearbeiten. Ja gut, da habe ich aber auch irgendwo den Ansporn an mich selber, dass ich halt dann wirklich auch gute Folgen mache, weißt du? Und dann zocke ich halt auch mal schnell den ganzen Tag. Ja, das habe ich gesehen, du hast meine Aufnahme kritisiert von GTA 5. Ja, freut mich. 5 Monate später kommt mal ein Statement. So, komm jetzt. Ja, ich hab's gesehen. Ja. So, ich guck mir derweile mal den Link an. Soll ich fliegen oder willst du fliegen? Mach. Oh, dann flieg ich mal noch runter, dann kannst du dir das gemütlich angucken. Ach du Scheiße. Afterglow Wireless Headset Blue. Mann, die Startbahn war aber auch schon mal länger, oder? Reicht vollkommen aus. Ja, gut, für die Systemflieger, ja. Versuch doch mal den Bomber drauf zu landen. Was ist denn das für ein kleiner Schnippel hier für fürs Headset? Ja, da ist bloß so ein kleiner Haken dran, das kann man nicht wirklich als Headset bezeichnen. Kann man das eigentlich auch als Headset fürs Handy benutzen? Keine Ahnung. Steht dafür, was es auch muss nicht sein, aber ja, eigentlich geil. Absolut genial. Soll ich mal gemein sein? Einfach mal aussteigen? Sag mir vorher Bescheid. Nee, nicht einfach mal so mit Ziel auf Berg. Und ich steig vorher aus. Könntest du auch mal ja, dein Fahrrad einfach. Tut das Fliegen so beeinträchtigen? Du hast häufiger irgendwelche Schwankungen, also diese Luftlöcher oder so, also wo der Controller so vibriert und fliegst nicht so schnell und vor allem nicht so ruhig. Okay, dann sollte man und das doch einziehen. Und es zieht dich schneller nach unten. Was? Dann sollte man das doch einziehen. Death Time! Nein, Scherz beiseite. Boah! Nee, dazu, ich ahne Schlimmes. Nein, brauchst du nicht. Nee, aber definitiv, wenn du den nicht nutzen wirst, das ist, was willst du damit machen? Eine Technik, die du niemals nutzen wirst? Warum sollte die bei dir rumversauern? Ich versuche jetzt zum Beispiel einen alten Monitor loszuwerden. Das Kombigerät von meiner Mutter, Fernseher und Monitor in einen.
Mal gucken. So für 10 Euro oder so abzugeben. Funktionieren tut er ja noch. Weil es ist schmarrn, wenn das Zeug rumsteht. Ja gut, ich sollte lieber nichts sagen, weil... weil ich habe so viele Spiele, die ich hier rumliegen habe, die ich noch nie genutzt habe. Einschieben. Leute, die schießen auf uns. Oh, das war ganz schön dicht dran. Scheiße, die haben uns ausprobiert. Ja, genau. War cool. Warum hat der uns weggesprengt? Keine Ahnung, ich bin einfach mal drüber geflogen. Hm. Alter, die legen uns um, die sehe ich ja. Ja. Das sind mal wieder solche Leute, die, wo du dann nur mal drüber fliegst und mal gucken, was die machen, knallen uns gleich ab. Ja, du kreist ja auch gleich. Na, ah, lol, schon wieder. Ja und? Ich hab doch nichts gemacht. Feiglinge. Solche Feiglinge. Na gut, meine Damen und Herren, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich mal jetzt für heute. Oder für dieses Spiel. Man sieht sich dann in einem anderen Spiel wieder heute. Ich bedanke mich. Minus 3. Der hat mir geschrieben, der sicher. Was? Der Wichser hat mir geschrieben. Ich soll hinterherfahren und hier hinlegen. Schnapp dir deinen Jetski. Komm, hier vorne sind Jetskis, wir schnappen die Wichser uns. Nehmen wir das Grüne. Mist. Okay, die Aufnahme geht wohl doch noch ein bisschen länger. Alter, du hast das Ding versenkt. Ja. Ich hab auch eine hübsche Meldung bekommen. Da ist er. Lol, willst du mich verarschen? Ich kann auf dem Jetski meine Feuerwaffe nicht ausrüsten. Doch, ich gehe. Durch L1 dachte ich, aber es geht nicht. Nee. Ey! Das Hehehehehehehe
Geil! Ja! Den Jetski! Zum Glück habe ich die Aufgaben noch nicht weiter. Oh Mann, genau jetzt musst du danach haben. Hä, du kannst schießen? Ja! Drück mal Viereck! Ah! Und dann mit L1. Ja, das will ich. Alter, ich sag dich, bis zum nächsten Horizont. Vor allem, langsam sollte man mal umdrehen. Du. Das ist eine Falle. Wenn wir zu weit rausfahren, gehen die Motoren aus. Deswegen drehe ich. Und dann gucken wir ganz doof in die Röhre. Nee. Verarschen lasse ich mich nicht. Wird halt eine längere Folge. Ist ja scheißegal. Kommst du auch mal zurück? Ja. Weil ich bin schon fast wieder an der Küste. Nicht. Autsch! Gewöhnlich versandfertig in 1 bis 2 Monaten. Was? Ja, das hat es. Oha. Richtig. Warte mal, kann ich mal kurz gucken. Ich habe eine SD-Karte bestellt. Eine Micro-SD. Die hätte heute... Nee, morgen kommt sie. Glaube ich. Wo fahren die hin? Weiß ich nicht. Die überhaupt? Na gut, jetzt beenden wir aber mal die Aufnahme. Also, ich wünsche euch was. Schaltet wieder ein. Hinterlasst mir ein kleines Feedback oder einen Kommentar. Würde mich freuen. Bye bye. Tschüss.